Ibolo, Ibolo, Ibolo. Herzlich willkommen zurück in der BASTL-Nacht. Ja, eine Nacht wie keine andere. Ich habe gerade einen Anime-Shooter gespielt und habe erschrocken viel Spaß gehabt. Da habe ich nicht mit gerechnet. Insofern ein bisschen gesidetrackt, aber ich danke euch, dass ihr das mitgemacht habt. Finde ich großartig. So, laden wir uns jetzt ein BIOS runter, oder wie? Das können wir wohl machen, weil für das X670E Taichi, was hier vor mir liegt, Gesundheit, das da, ist nämlich jetzt noch ein neues BIOS rausgekommen für die 9800 X3D Kirmes. Und da können wir natürlich auch mal reinschnuppern. Irgendwie Overclocking unlocked werden soll und was weiß ich nicht was. Gucken wir mal. Asrock.com Service X670 Taichi, Gesundheit. Ja. Suchen. Und Download. Und BIOS. 3.10. Vom 30.10. Oh, wurde das BIOS wieder runtergenommen? Fritzbox? Das BIOS ist weg. Das BIOS ist verschwunden. Das gibt's doch gar nicht. Eigentlich müsste es das Beta 12 AS02 geben. BIOS verpasst. Eigentlich müsste es das geben. Guck hier. Vorhin gab es das auch noch. Ich habe es nur nicht geladen. Nicht 670. Ja, aber ich habe ja das 670E hier. Aber auch für das 670E müsste es Beta BIOS geben. Aber es ist ja gerade gekommen. Und jetzt ist es wieder weg. Oh no. Kann man es hier laden? Hat JZ es noch da? Was ist die Gefahr dabei? Guck mal, er hat's noch. Sollen wir das Risiko eingehen? Ein BIOS, ja. Warum ist es weg? Vorhin war es noch da, als ich geguckt habe. Jetzt ist es futsch. Ich habe Flashback. Flashback Hero. Ja, ich gebe das Problem oder so. Gecachte Seite. Nee. Auf keinen Fall. Shift F5. Shift F5 gut oder STRG F5? Ah ne, Shift macht hier unten auf. Ich kann mir das nie merken bei den Browsern. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so. Tatsächlich gecachte Seite. Tatsächlich. Lecko funny. Hintergrundbild ist aus meinem ehemaligen Zockerzimmer, ja. Lecko funny. Trotzdem, wenn das BIOS von JZ kommt, ist es auf jeden Fall besser. Aber ist cool, ne? Da, guck mal, dafür hat sich der Tide im Army-Bildschirm schon gelohnt, dass ich euch dann mal mitnehmen kann, so wenn wir hier sowas runterladen oder so. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Komme ich ganz gut mit zurecht, weil für zwei Bildschirme habe ich definitiv hier keinen Platz. Aber so, zwei Bildschirme in einem, funktioniert überraschend gut. So, also Stick raus. Mach das Stick raus! Jetzt können wir das ganze Gaming-Setup wieder ein bisschen hier rüber baldowern und dann darin. Ernie! Neu starten.
Moin, Lenodat. Unbenannt. Diese App verhindert den Neustart. Was ist das für eine unbenannt App? Da klickst du auf Abbrechen und er startet trotzdem neu. Oh Mann. Man findet im Netz wenig über die Option Gaming Mode. Ja, schauen wir mal, ob der Gaming Mode einen Gaming Mode Unterschied macht. JZ ist echt super. Der hat mir mit Rad nach Taiwan geholfen, meinen X370 Taichi und 37X endlich die Standardspannungsversorgung herzustellen. Die Telemetrie hat so viel Spannung auf die CPU gegeben, weil die wohl schwächer ist. Ja, das ist ein Wahnsinnstyp, Mann. Der hat den direkten Draht. Der sagt denen, was er haben will und was ins BIOS gehört und wie es laufen soll. Jetzt ist der Rechner ausgegangen. Desk Meet und Desk Mini gekauft. Nice. Message Box for Progress Update. Vor allem bekommt man ja auch diese diese Status Updates, wenn dann Updates gemacht werden oder so Sachen. Was dann vorab schon mit dem Artikel gemacht wurde, BIOS Update gemacht wurde und so weiter und so weiter. Oh, das geht aber flott. Das geht aber flott. PlayStation Portable wird geupdatet. Oh, das Wasser ist aber kalt. Kaltes, klares Wasser, Leute. Damit kann man auch die CPU übertakten, wenn ein geringerer Wert eingetragen ist. Ah, okay. War das jetzt erst vor kurzem das Problem, oder? Der kann sich hier auch nicht entscheiden, was er anzeigen soll auf der Anzeige. Die zittert gerade so hin und her. Da sieht man es auch ganz gut. Updaten Sie mal. Nee, das war vor 2 Jahren, hat es nichts gebracht. Habe das vor 4 Wochen nochmal probiert mit neuerem BIOS. Hat es dann gebracht. Okay. Der hat zu viel Spannung auf den 37X gegeben. Und dadurch hat die CPU nicht hoch genug getaktet oder war instabil oder was? Aber im Speziellen deine CPU oder wie? Pech bei der Silikonlotterie gehabt. Siliziumlotterie. Wurzel, moin auch! Updating Main Firmware. Ach ja. Power Reporting Deviation war bei 80% unter Cinebench Last, also hat die viel mehr Spannung gegeben und die 4 GHz, um die 4 GHz zu halten. Okay. Das ist ja echt mal spannend. Und wie hat sich das dann geäußert? Ist die CPU dann zu heiß gelaufen? War das instabil oder?
Aber wir booten schon Windows. Welches Windows hat er sich denn ausgesucht? 10? Die ist heiß gelaufen und über Jahre wird das wohl instabil, weil out of spec. Ah, okay. Wild. 11 hat er gebootet. So. Wir wollen natürlich erst ins BIOS und die Defaults laden, so wie man das macht. Das ist 10. Ne, bei 10... Muss ich bei 10 PIN eingeben? Oder 11? Ich glaube, es war 11. Windows 8. Weg mit dem modernen Zeug. Ich weiß, ich habe ja zwei SSDs dran. Auf der einen ist 10, auf der anderen 11. Von daher, deshalb war ich jetzt gerade unschlüssig. Das war 10. Ich bin mir nicht sicher. Das Suchmenü sah nach 10 aus. Okay. Okay, wer hatte recht? Wir gucken mal. Das war 10, ihr habt recht gehabt, ja. Es war 10. So, wir laden die Defaults. Was sehr schön ist. Da ist der Gaming Mode. It is to allow either disabling the other CCD or SMT to help the games. Ah. Quasi das, was du auch bei Intel machen kannst. Also, das ist quasi eine Autofunktion, die SMT abschaltet oder den zweiten CCD abschaltet bei dem 7950X3D und dem 79X3D. Damit der schneller ist in Spielen. Ich habe bei meinem Intel-Board jetzt gesehen, bei dem Asus-Board, da gibt es eine Option, mit denen man die E-Cores abschalten kann. Beziehungsweise, nee, Moment, nein, es gibt eine Option, da kannst du auf die Rollentaste das legen, dass du die per Knopfdruck parken kannst. Dann kannst du die E-Cores schlafen legen, damit die nicht ins Spiel benutzt werden, und dann kannst du sie wieder aufwecken. Per Scroll-Lock. Also jetzt bei dem Intel-Board, was ich im Streaming-Rechner habe. Also, verrückt. Ja, also insofern, das ist ja jetzt für den 98X3D völlig uninteressant. Weil wenn wir SMT abschalten, ist ja Quatsch. Und hier gibt es einen 105 Watt Modus. To help in games. Als ob das den Spielen hilft. Ja, Support Ryzen Overclocking Feature, ja. Oh, es gibt Cinebench Profil 1, Cinebench Profil 2. Aha. Ja, und da gibt es hier die Curve Optimizer vorgefertigten Dinger. Das ist schon wild, was die da so reingeballert haben, einfach so. Um es einfach für die Leute zu machen. Also wir laden natürlich erstmal wieder das XMP-Profil in dem Fall hier. Ding ist an, das ist gut. Und wir können ja mal just for fun TDP 105 Watt aktivieren. Das Laptop kann das auch mit E-Cores abschalten auf Knopfdruck oder was? Ja, Curve Optimizer haben wir letztes Mal ja auch schon gemacht, so ganz pauschal mit minus 30 und dann plus 200 MHz. Das hat auch schon sehr gut performt. Aber der Reboot dauert natürlich ein bisschen länger, wenn man das XMP-Profil lädt.
jetzt kommt er wieder. Die Brille im DAT kann ich nicht sehen. Screen ist eigentlich so eine alte 3D-Brille aus dem Kino, oder? Richtig, genau, ja. Ja, ja, richtig. Das kann ich nicht. Hier, ne? Ja, ja, ist so eine 3D-Brille. Ja. Korrekt. Gut erkannt. So, dann machen wir doch den Kollegen hier auf und dann können wir einmal Kachelmann und Söhne schmeißen. Dann gucken wir mal, was passiert. Das ist der Adi schon wieder. Ich wollte den Adi nicht. Ist gut mit dem Adi, aber jetzt brauche ich ihn nicht. Ist auch noch irgendwo rumliegen, ja. Es gab eine Zeit, da hat man die einfach mitgenommen, ne? Was ist der? Wofür steht denn jetzt BO? Body Odeur? Was? Ach, Boost Override. Ja, 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 klar. Wobei du den 58X3D ja nicht Boost Overriden konntest, aber trotzdem hast du über Curve Optimizer mehr Performance rausgekittet, weil er mehr gekittet, weil er da mehr Power Budget hatte. So, dann schauen wir mal, was hier passiert. War eigentlich ganz ideal Standard. Watt. What? Dort ist ja eigentlich alles normal hier. Noctua NHD 15S. Der mit einem Lüfter. Ja, der Score ist schlechter als vorhin, aber da habe ich auch nicht die Maus bewegt währenddessen. Schlechtes BIOS. Ich bewege nochmal nicht die Maus. Gen 2 vom Noctua? Nee. Warum zieht der jetzt 260 Watt? Das ist pendelt immer so ein bisschen hoch und runter, ne? Das haben wir auch letztes Mal beobachtet. Davon ab, den 900X3E zu kühlen, ist schon ziemlich straightforward. Also schon geil. 22,4, 22,5, ja. Nee. Das war vorher schöner. Wir gehen nochmal ins BIOS rein, wir gucken nochmal. Wahrscheinlich hat er da jetzt PBO aktiviert und die Limits verstellt. Suchst du immer den neuesten BIOSen. Vielleicht ist das ja was für dich. Das ist für ein Spreadsheet. I have to play Schwengeldengel. Hui. Da sind die dann verlinkt oder was? Und wer pflegt das? Pflegst du das? Immer dieselben Abo-Fallen. I'm sorry, mate. Hier seht ihr das mal. Ja, ja, ja. Ja, hier sind die dann verlinkt. Das sind alles AM5 Boards, okay. Asus ist auch dabei, Gigabyte, MSI. Hier sehen wir die SMUs. Okay, das ist wild. Nicht schlecht. Kann man sich ja mal ein Sternchen dran machen. Grüß dich, Forrest. Wurzel, hau rein, macht gut.
So. PBO steht hier jetzt auf Auto. Das ist spannend. Okay. Ich meine, das haben wir letztes Mal gemacht. Wir haben die Motherboard Limits gemacht. Dann haben wir den Skalar hier auf 10. Dann hast du Boost Clock Override mit 200 MHz. Dann hast du noch Curve Optimizer gemacht. Und wer weiß, vielleicht gehen auch 40. Und boom. 5250 ist original, ja. Das ist original. Dein Board ist mal wieder nicht dabei. Was hast du denn für ein Board? X670 EAs. Oh. Nice. Und jetzt drückt er in der Regel ein bisschen mehr im Gesicht. Aber ich glaube, wir hatten gerade einen schlechteren Score, weil Steam im Hintergrund an war. Aber MSI war doch unten auch anwählbar, oder nicht? Schwupps. Auf Geizhals ist es nicht mehr gelistet. Sind bekommen mit Unraid. Auch der Controller funktioniert. Hat er jetzt kurz geschrieben auf YouTube. Ja, klasse. Freut mich. So, drücken Sie mal. Mal gucken, ob er abstürzt. Jo. Freeze, Mother! Kameras laufen auch. Okay, nice. Er hat es mit 5,4 kurz probiert. Und dann hat er sich gedacht, die Spannung ist zu wenig, das kann ich nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen warten, kommt gleich ein Bluescreen. Aber wir können auch hier diesen wunderschönen Taster benutzen. Wie toll das ist, wenn die so Knöpfe haben, diese Boards. Unraid kann mehr als du dachtest. Ja. Das ist schon stark. Ich habe echt nur so Angst, dass wenn man das dieses Wort im Mund nimmt und es benutzt, dass dann immer die Leute spawnen, die das nicht mögen. Okay, also minus 40 klappt leider nicht. Letztes Mal hat minus 30 geklappt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das sonderlich gewinnbringend war. Wir machen mal minus 25. Genau. Warum nicht dies, warum nicht das? ZFS kann Unraid ja mittlerweile auch. Ich hab ja einen nächsten Unraid-Plan. Ich habe mir ein Board geshoppt. Und ich habe ja auch den 13900KS. Und ich habe mir ein Board für dieses CPU geshoppt. Und dieses Board hat auch internen USB-Pfosten. Und den 13900KS, den könnte man auch schön aufteilen, so auf zwei Maschinen. Der hat ja 8 Performance Cores mit Hyperthreading. Und 16 E-Cores hat der. Und dann könnte man dem Unraid so schön so 5-6 E-Cores geben. Und dann dem Rest halt so. Yalla! Moin, was geht? Hab endlich geschafft, im Stream auch mal live dabei zu sein. Was für Gründe könnte es haben, dass mein RAM-DOCP-Profil nicht läuft? X570-Board Dark Hero 4, 4 RAM-Sticks, 3800 CL16. Wär vielleicht eine Idee. Wahrscheinlich schafft dein CPU-Speichercontroller das nicht. Das ist wahrscheinlich too much. Tatsächlich ist es das Z690 Taichi, weil das ja
im Moment so rausgeschmissen wird für 170 Euro. Ansonsten würde ich empfehlen, probier mal die bei den 4 RAM-Sticks, lade das Profil, aber stell den Speichertakt mal auf 3,6 und guck, ob das dann bootet. Aber auch das wird man stark verifizieren müssen, ob es stabil ist. Ja, 4 RAM-Sticks sind tricky. Die 2 Leos. Ja, das eine Leo, das muss ja auch erstmal wieder an Strom. Also, ich habe genug zu tun. Aber ich finde das gerade natürlich auch nicht schlecht, hier nochmal dem 98X3D einen Besuch abzustatten. Ist ja auch wirklich eine tolle CPU. Aber ja. Ja, die Leos wollen auch geupdatet werden. Das Update-Prozedere war tatsächlich wild. Dann gibt es Plugin, da kannst du auch externe HDDs freigeben und interne. Ja, klar. Also man hat schon echt viele Möglichkeiten und es ist halt von der Handhabe ziemlich easy. So, push it. Lebe! Jetzt haben wir 5,4 bei 200, bei der gleichen Leistungsaufnahme. Also ich finde 3,8 ist halt schon Infinity Fabric 1900 MHz. Das machen nur ganz wenige CPUs mit. Push it to the limit. 23,5. Ja, das ist wie beim letzten Mal auch. Also da hat sich auf jeden Fall an der Performance selber nichts geändert. Wir versuchen mal den Roman Hartung. Ich suche gerade die Core Voltage. Da ist sie. Oh, unter Last pusht er hier aber 1,2. Gar nicht mal so wenig. Für die 5,4. Ich weiß nicht, wie ich dich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dich hervorheben darf. Ansonsten trefft euch doch irgendwie auf dem Ravioli-Discord oder so. Guck mal, 1,2 Volt ballert er drauf. Na gut, Roman hat natürlich viel besser gekühlt, ne? Aber wir kriegen es gekühlt. Das ist halt das Wilde, ne? Also es ist halt echt geil bei der CPU. Also das heißt, eigentlich können wir ja zuversichtlich sein, dass wir 1,2 gekühlt kriegen. Ich meine, er hat natürlich in seinem Video gleich Tabula Rasa gemacht mit Köpfen und Direct-Die-Kühlung, um natürlich die Produkte zu bewerben, ist klar. Und ich würde lügen, wenn es einen dann in dem Moment nicht auch unter den Fingern kribbelt und sich denkt, boah, wäre schon geil. Aber mich hält es halt davon ab, dass du dann Wasser kühlst. Das finde ich halt... Ach, ich denke mir nur, oh nee, ey, nicht schon wieder. Schon 15 Mal gemacht und immer war es eine Katastrophe. So. Dann probieren wir das mal manuell oder was? Wir disablen mal den PBO. Das ist so seit Jahrzehnten nicht gemacht. So was, die VID.
Wir probieren erstmal 5-3. Ich probiere es einfach mal so. Haben wir hier auch irgendwo Loadline, Tango? Da ist Loadline. Loadline ist Level 2. Level 1 wäre am stabilsten, Level 2 ist so ein Mittelding. Und Level 3 wäre dann eher abfallend. Wir lassen es mal so. Testet. Ja, so eine Mora für so ein Testbench ist natürlich cool. Aber ich finde, Wasser ist halt echt, auf Deutsch gesagt, eine Bitch. Sucht sich halt immer seinen Weg, ne? Und wie schnell so ein Fehler im System ist, ist halt absolute Vollkatastrophe. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn ich bedenke, dass das Diskodrom für Mbersi, wie viel Mühe ich mir damit gegeben habe. Und am Ende war dann echt der Block von der 2080 irgendwann für Umme, war das Terminal kaputt und undicht. Ich denke mir nur, das kann doch nicht sein. Vorher bei der Radeon 7 das gleiche, der gleiche Trerä. Seine ist zum Glück nicht kaputt gegangen. Meine ist ja dann kaputt gegangen. Das ist voll übel, ey. Keine Ahnung. Also ich finde das... Aber wenn Wasser, dann Custom. Also das mit Ayo Tennis da, das finde ich auch nicht. Das finde ich alles andere als geil. So, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt wirklich hier 5-3 oder wie oder was? Wo ist CPU-Set, wenn ich suche? Nicht da, ne? Was soll das? Abend einander, Son. Wenn dazu wie eine Schraube im laufenden Betrieb drauf fällt, weil die irgendwo reingerutscht ist. Oh ja. Das brauchen wir nicht. Da stehen 5,3, ja, und 1,2 Volt, okay. Ich bin mal gleich auf den Stromverbrauch gespannt. Ja gut, der 5 Watt X ist ein Hitzkopf. Da kannst du wenig gegen machen. Der ist Hitzkopf bei Design. Wie viel hatten wir gerade? 23,7, ne? Mal gucken, ob er überlebt. Steam läuft im Hintergrund. Aber Leistungsaufnahme unter 230. Temperaturen okay. Machen wir Steam zu. Wie soll man als Laie auf solchen Webseiten mit all der dies, das Werbung eigentlich noch einen richtigen Download-Button finden, ohne nicht gleich 10-mal wertvolle Junkware mitzuinstallieren. Stimme ich dir völlig zu. CPU-Set ist da ganz schön verseucht, was das angeht. So, 23.000. Nochmal feuerfrei. Ja gut, 5.3 sind natürlich nicht 5.4, die wir vorhin hatten, ne? Also, dass der Score jetzt etwas schlechter ist als zuvor, ist klar, aber das war ja jetzt erstmal ein Proof of Concept. Spannung wird auf jeden Fall sehr gut gehalten unter Last. Vom Auslesetool zumindest so. Auch noch Stromverbrauch geht. Indem man Werbung rausblockt. Ja, ist auch eine Option, in der Tat, ja. 23,2.
Ja. Die nutzen halt irgendwie auch alle Möglichkeiten, um dann sich noch irgendwie zu finanzieren, ne? Das ist halt schwierig geworden, ne? Früher haben sie ihre Magazine verkauft, heute müssen sie das über diverse Anzeigen, Portale und irgendwelche Anbieter, die dann da noch sich mit einkaufen, dann wieder reinholen und ist tricky. Mal gucken, ob wir die 5-4 schaffen. So. Ja, man kann 58x kann man natürlich auch mit dem Curve Optimizer ein bisschen behandeln. Minus 30 wird er wahrscheinlich nicht mitmachen. 105 ist aus. Glaube ich. 15 schafft er, bei 25 gibt Neustart in Call of Duty. Also du kannst, was man halt auch echt mit dem mein 58X, den ich hatte, der lief halt auf 65 Watt in Games genauso schnell. Tempest 58X war auf 57X gedrosselt auf 65 Watt ein gutes Stück schwächer in Games. Mit dem hat es nicht so gut geklappt. Kann sein, dass das noch enabled ist, aber ich glaube, das hat hier tatsächlich keinen Einfluss groß. Also es hat ja auch vorher nichts geändert, dieser 105 Watt Modus. Ich habe nicht den Eindruck, dass der was ausmacht beim 98X 3D. So, hier 5,4 oder was? Ja, aber manchmal hilft es dann tatsächlich, die CPU in ein engeres Korsett zu schnüren. Dadurch bleibt sie bei diesen kurzen Vollauslastungsmomenten, die auftreten, kühler, weil sie dieses Korsett hat. Und dadurch, dass sie dann kühler bleibt, kann sie aber in dem Teillastszenario, was beim Gaming anliegt, einzelne Kerne höher schieben. Das ist total. Hört sich blöd an, aber kann funktionieren. Also habe ich auch schon. Bei welcher CPU habe ich das denn letztens jetzt erlebt und habe nochmal nachgesehen gehabt, ob das wirklich so war? Ich glaube, das war auch beim 57X 3D. Das war beim 57X 3D von meiner kurzen. Der 98 X3D ist auf jeden Fall hungriger an der Steckdose. Unter Volllast zieht er 60 Watt mehr. Aber er liefert halt auch deutlich mehr ab, ne? Und du kriegst es weggekühlt. Unter Volllast zieht er ein gutes Stück mehr, aber leistet halt auch mehr, ne? Also. So, gucken wir mal. All-Core 5,4. Oh, jetzt nuckeln wir aber mehr an der Steckdose. Aber auch nur kurz. Spannung hat sich ja nicht geändert, aber wir haben jetzt auch einen Freeze. Da geht das alte Spiel wieder los. Ne? Da geht das alte Spiel wieder los, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, sowas fix anzulegen. Also müssten wir jetzt hier sagen, oh, wir geben ein bisschen mehr Spannung, um 5,4 vielleicht zu schaffen. Ja, definitiv. Also die sind stets bemüht, geile Produkte zu liefern. Die wissen schon, wie sie uns diese Dinge auch immer schmackhaft machen. Und dass es weitergeht. Und Microsoft tut ihr Übriges, indem sie ihr Betriebssystem immer weiter zumüllen.
so dass es anspruchsvoller wird. Und dann kommen Programmierer, die dann sagen können, ah, guck mal, so viel Leistung ist da, wir können auch ein bisschen mehr Larifari machen und zusehen und dann kann man auch gut schnellere CPUs verkaufen. Und dann gibt es die Leute, die eh zu viel Geld haben, Simracer, die sich da ein Stahlgestell hinstellen und drei Monitore und ein ganzes Cockpit nachbauen. Und die freuen sich dann auch über so einen Prozessor, der dann ihre Simulation voll beschleunigt. Und so weiter. Threadripper 9000. Oh ja, Threadripper ist schon tierisch. Alleine die Lanes, ne? Oh, die Lanes. Auf den Punkt. Also, die wissen schon, wie sie uns das schmackhaft machen. Aber wir müssen auch immer in uns hineinhören und ein bisschen darüber nachdenken, so, brauche ich das jetzt eigentlich überhaupt? Oder kann ich vielleicht doch auch einfach eine gute Zeit mit einem neuen Software-Titel haben? Ja? Strinova installieren und rumballern. Ein Kühler für den 57X3D empfehlen? Ja klar, nimm einen kleinen Thermalride. Kleiner Turmkühler drauf. Thermalride Assassin Serie. Die kriegst du bei Amazon geshoppt. Müssen wir eigentlich auch mal verlinken, glaube ich. Aber die sind echt, also ich habe schon so viele im Einsatz, die haben einen ultrakompakten Kühler, der in jedes Gehäuse passt und selbst der kühlt richtig gut weg. Das ist, glaube ich, hier der Phantom Spirit. Den gibt es auch als Single Tower. Aber der Peerless Assassin ist halt auch, der ist halt leistungsstark, der braucht auch ein bisschen Platz. Der Phantom Spirit ist neu, ne? Warte, wie hieß der denn nochmal? Der normale Spirit, der Assassin Spirit. Evo Dark. Naja, mittlerweile gibt es den auch hier. Guck mal, das ist ein klasse Kühler für 21 Euro. Der tut's. Ja, die Lampe ist, glaube ich, immer noch Game Over. Leider. Ja, aber hier, der ist top. Der hat ein gutes Montage-Kit dabei und der braucht nicht viel Platz. Wärmeleitpaste bitte auf dem Kühlerboden verteilen vorher. Das ist so das Wichtige für Heatpipe Direct Touch. Aber damit kriegst du entspannt einen 57X3D gekühlt und braucht nicht viel Platz. Und das reicht. Reicht auf jeden Fall. Freezer 36, um einen anderen Mitbewerber auch noch in den Raum zu werfen. Ich hatte letztens gesehen, dass die älteren Freezer irgendwie so komisch teuer geworden sind. Aber guck mal, ja. Arctic geht auch auf jeden Fall. Ist es mittlerweile auch fest installiert hier unten? Ja. Ist ein bisschen designmäßig ein bisschen pragmatischer, aber hat vielleicht den etwas cooleren Lüfter dabei. Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Null Problemo. Gerne doch. Mehr muss es wirklich nicht sein. Für die CPU auf keinen Fall. Der ist so geil effizient. Gibt's auch in Schwarz. Sehr gut. Hier. Wobei in der Theorie der etwas leistungsstärker ist. Weil die Pulverlackbeschichtung frisst normalerweise ein bisschen Kühlleistung. Kannst du mir eine Preis-Leistung 3060 Ti mit Undervolting empfehlen? Ich weiß gar nicht, ob man 3060 Ti noch neu groß kaufen kann, oder? Ich meine, die 3060 Ti ist eine schöne Karte zum Undervolten. Macht immer Spaß bei der Karte. Die haben immer viel Potenzial. Aber ich glaube, neu kriegst du da nichts mehr, oder? Lüfter kriegst du. Aber neu, alles viel zu teuer. Muss man, wenn dann schon gebraucht, kaufen. Aber gerade nochmal nachgeguckt, ich hatte, als du letztens BIOS-Update gemacht hast, auch eins gemacht und hatte das Problem, obwohl ich schon auf 25 gestellt hatte zum Testen, aber ich habe vergessen, auf Standard-Settings laden zu klicken. Ah, sehr gut. Durch den X265 habe ich den leider noch nicht gejagt. Muss ich nochmal machen. Die Woche war leider sehr anstrengend. Ich bin kaum hier dran gekommen und dann abends. Ich bin froh, dass ich das Monitorvideo in den Kasten gekriegt habe und so weiter.
Ach ja, wir wollten nochmal ausprobieren, ne? Ob die kleine Spannungserhöhung uns ein Cinebench-Ergebnis spendiert. Ja, die Volksladen ist schon auf jeden Fall Voraussetzung, ja. Ich will das dann auch nicht übertreiben, aber das sind dann am Ende, hast du dann hier 200 Punkte mehr. Wir können natürlich gerne nochmal checken, ob wir dann mehr FPS in Tomb Raider haben oder in Outcast. Das können wir gerne mal machen. Oh, ich habe die HW-Info nicht angemacht. Wir wissen nicht, was die Temperaturen machen. Die Rangliste ist down. Okay. Ich weiß gar nicht, läuft die immer noch auf dem Doppel-Pentium 200 Pro? Vom GATT? Das ist ja eh so ein wilder Server, ey. Wuhu! Jetzt funzt es. Ja, der ist jetzt durchgelaufen, ja. Das meintest du. Wir ziehen jetzt auch 10 Watt mehr. Temperaturen sind aber auch noch grün. V-Core 1232 überschießt immer so ein bisschen durch Loadline Level 2. Da muss man immer ein Auge drauf haben. Der Score wird ja immer besser. Nochmal bitte. So, wie war das mit der 3060 Ti jetzt? Ja, so schlecht sind die nicht. Oh, wir haben gerade eine Werbung. Sorry for that. Und er ist abgestürzt. Ja, meistens ist aber XeSS auf den GeForce-Karten nicht wirklich performant. Ja, schreibe ich dir gerne. Das ist die Lumis Eyelight. Rollei Lumis Eyelight. Oder? Warte mal. Ja, Eyelight RGB. Reboot. Ja, 5.4 ist schon schwierig anscheinend. Ohne Die-Kühlung. Wir verfolgen mal einen anderen Ansatz. Wir nehmen die SoC-Spannung fix eingestellt raus, setzen sie auf Auto. Das RAM-Profil gibt diese 1,2 Volt an. Wenn wir sie auf Auto stellen, fällt sie in der Regel niedriger aus. Das sollte ein bisschen uns in die Karten spielen, was Temperatur angeht. Dann würde ich sagen, wir sagen der Loadline mal Level 3. Die soll ruhig ein bisschen mehr droppen. Das würde uns auch wieder
Temperaturbudget geben. Und dann würde ich mal die 1, wo wird es denn rot? Wird es irgendwo rot? 1,4 wird es rot. Das ist interessant. Wir sagen einfach mal 1,25. Und bleiben bei dem 5,4. Ne, XRSS geht tatsächlich auch, ist tatsächlich auch Open Source. Ich glaube, einzig und allein dieses High Quality Preset für den Upscaler ist Intel exklusiv. Das läuft bei Stalker am besten. Das ist spannend. Also XRSS gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut von der Qualität, muss ich sagen. Gerade wenn die Bildschirmzielauflösung nur Full HD ist, ist XRSS deutlich hübscher als FSR. Deutlich hübscher als FSR. FSR ist gut, wenn Zielauflösung 1440p ist, dann finde ich FSR ziemlich in Ordnung. Nur bei Full HD als Zielauflösung ist FSR eigentlich eine ziemliche Katastrophe, was ich so bisher gesehen habe. Ich spreche jetzt nicht von FSR 3 und 2 und schieß mich tot, dafür mache ich viel zu wenig mit modernen Spielen, aber was ich so bisher an Eindrücken sammeln durfte in den Belangen. Da finde ich, XRSS macht bei Full HD Zielauflösung wirklich einen richtig guten Job. Ich meine, früher habe ich immer gesagt, boah, was für ein Kack, aber mittlerweile kommst du ja nicht mehr drum herum um die Skalierer. Macht halt für viele die Spiele erst spielbar, bevor man jetzt komplett nur native Pixel haben will und so weiter und so weiter. Von da an, das ist schon heißes Eisen, was Intel da auch im Feuer hat. Ich frage mich, wem ich bei Intel auf die Füße treten muss, damit die mich mit einer neuen Arc versorgen oder so. Gibt's da irgendwo Connections? Ich hätte da schon gern Bock, die Werbetrommel zu rühren. Ich habe da kein Problem mit. 12 GB Speicher für eine 580er, das ist schon nice. Das ist schon nice. So. Jetzt schauen wir hier mal nach der SoC-Spannung. Ich habe, wie gesagt, die fix voreingestellte rausgenommen. Ist aber trotzdem bei 1,2. Okay, das ist interessant. Ich habe es eigentlich bisher anders erlebt, dass die dann etwas niedriger ausgefallen ist. Minimal niedriger. Er idelt auch, ne? V-Core ist hier runter, jetzt auf 1,25. Ich weiß halt nicht, wie er sich sonst verhalten hat, wie stark er einen Kern pushen würde, wenn wir hier den Single-Test machen würden zum Beispiel. Das weiß ich nicht. So, jetzt ist die Loadline auf Level 3. Das heißt, der Core-Voltage-Drop könnte theoretisch etwas höher ausfallen. Die CPU wird auf jeden Fall wärmer jetzt. Weil auch auf Level 3 ist er doch sehr nah am Ziel. Auf 4K, ja, definitiv. Da muss man dann schon... die Pixelsucherlupe rauskramen, um dann da groß die Unterschiede auszumachen. Also irgendwann ist dann aber gut. Ja, ich finde 1,25 ist auch so. Mehr will ich auch nicht machen, pauschal. Ich will gleich 100 FPS in Outcast sehen. Wobei wir ja gar nicht wissen, ob es jetzt einfach nur am CPU-Takt hängt oder ob wir schnelleren RAM bräuchten. Wisst ihr? Ja gut, 2 8-Pol-Stecker. Die wird schon nuckeln. Ah, ist wieder eingefroren. Sind die 5,4? Schwierig. CPU ist wahrscheinlich zu warm geworden und dann
Obwohl ich eigentlich Loadline-mäßig gesagt habe, ey, mach mal halblang. Das ist es halt, wir gewinnen kaum was dadurch, ne? Wir gewinnen quasi nichts dadurch. Da ist es mit Precision Boost Overdrive einfach besser. Ich meine, es ist schön, dass wir so jetzt sagen können, hey, yo, Allcore, gib mal alles. Ja, eigentlich hat man das auch immer gehört. Ich bin halt extra, weil ich AM5 schon zu Release direkt hatte. Genauso hatte ich auch die 13er Intels relativ zeitnah mit DDR5. Und da war ja DDR5 echt schwierig einigermaßen zu beschleunigen. Erst recht auf der AM5-Plattform. Und da ich mit meinem Hauptsystem dann ein bisschen Pech hatte, nicht nur einmal, was den RAM angeht, dass alles schon Memtest stabil war und zwei Wochen später ist es gecrashed mit RAM-Fehlern und also Scherze. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich habe da keine Lust mehr drauf, mit dem RAM rum zu experimentieren auf DDR5, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach QVL-Liste und nach dem, was die CPU kann. Und offiziell kann er halt 5,6. Auch wenn alle Welt predigt 6000 CL30. Ich habe jetzt hier 5,6 CL28, der auch in der QVL-Liste steht. Haupt-PC ist wieder so ein anderes Thema, weil ich da 64 GB haben will. Von daher, wir sind natürlich so ein bisschen unterhalb dieses Sweet Spots, den die Allgemeinheit ausruft. Dieses 6000 CL30. Da sind wir ein bisschen drunter. Weil wir 5,6 CL28 haben. Keine Ahnung. Aber RAM-Speed war auch auf AM4 bei den X3Ds nicht so wichtig. Ja, aber mehr will ich eigentlich auch nicht geben, ja. Da müssten wir besser kühlen, da bräuchte man Direct 3, dann wird das wahrscheinlich packen mit 5,4 All-Core. Aber es ist halt so sinnlos, ne? Oder man müsste jetzt die ganzen Stromsparfunktionen abschalten. Ne, dann ist die andere Variante. Ja, TDP-T 105 ist noch an. Wir machen es mal aus, vielleicht klappt es da. Wir machen mal 1, oh Gott, 1.225 und dann machen wir die 5350. Und ganz wichtig, genau, Igor, wir schalten die Grafikkarte mal ab. Ja, dieses 105er. Der ist doch dediziert und AIS integriert. Das ist richtig, genau. Aber die Option hat gerade gesagt, integrierte Grafik wird abgeschaltet, wenn dediziert erkannt wird. Ja, 205 ist mehr für die anderen CPUs gedacht, ne? Ja. Also theoretisch sollten wir jetzt keine Radeon im Gerätemanager mehr haben. Sondern nur die GeForce. So. Wir gucken nochmal. Scheiße. Da wird bald Zeit, dass wir das Paket neu öffnen. Das machen wir als extra Video. Ich spüre langsam, wie meine Energie schwindet. Vielleicht auch Zeit für einen Lakritz. Ich dachte, ich hätte das gerade richtig gemacht.
Auch wenn ich zu schnell fürs Internet war, aber NBIO, GFX Configuration, DGPU Only Mode. Natürlich, ich war zu schnell. So. Also diskrete GPU nur enabled. Nur diskret. Seien Sie mal diskret. So. Ja, war früher anders. Von welcher Marke war der Lakritz-Kalender? OMG, Mann, ich weiß es nicht. Ich glaube, so langsam sind die auch alle abgelaufen. Mindesthaltbar 30.11.2024. Da wird es mal Zeit. Lakritz-Schnecken sind noch OVP. Müsste ich bei meiner Frau in der Bestellhistorie gucken. Aber es ist gefährlich, die Bestellhistorie von meiner Frau, weil dann entdecke ich immer Geschenke für mich. Das ist immer blöd, weil ich immer die Rücksendung von ihr handhaben muss. Nee, auf dem Tütchen steht's nicht. Die Tütchen sahen ja nur so aus. Schnecke. Schnecke ist schon eine widerliche Art von Lakritz, wenn ihr mich fragt. Noch eine Möglichkeit ist, die Sorgvoltage zu reduzieren, zum Beispiel von 125 auf 120. Die läuft ja hier tatsächlich nur auf 120 standardmäßig, weil ich ja auch nur 5-6er RAM habe. Aber eigentlich hatte ich es erlebt, als ich sie auf Auto gestellt habe, dass sie sogar auf unter 1,2 war. Das sieht schon scheiße aus. So ist die Grafikkarte jetzt weg. Jetzt haben wir ein PCI-Gerät. Was ist das nun wieder? Sind das Überreste von der Grafikkarte oder was ist das? Weiß ich nicht, ob 115 eine Option ist. Es wundert mich eh, dass es jetzt höher anlegt, pauschal. Kann aber auch am manuellen OC liegen. Ah, jetzt ist die SOC bei 119, hm? Nee, 120. Okay. Haribo Lakritz hat zu viel Schnucker. Zu viel Sugar. Cybermark, was ist eigentlich mit deinem Taichi? Bist du irgendwie weitergekommen? Ich will gar nicht wissen, wie viel hier Zucker drin ist. Wie viel hier Zucker? 100 Gramm hätten 38 Gramm. Zum Glück sind es nur 30 Gramm. 300 Kilokalorien. Wie viele Schnecken sind da drin? Drei? Oder nur zwei? Leck mir Morsch. Das sind 150 Kilokalorien hier. Hör doch auf. Nee, Quatsch. 30 Gramm sind ja ein Drittel davon. Okay, das sind so 70 oder so. Feuer! Einmal aufstehen, ja. Müssen wir ein bisschen hier Stradivari spielen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Na, ja, pass auf. Die Angabe 313 Kilokalorien sind für 100 Gramm. In dieser Tüte sind 30 Gramm. Eine hat entsprechend 15 Gramm. Also eher so 40 bis 50. Strinova. Hört sich an wie Stevia.
Na, 23,3, das schaffe ich aber auch mit meinem PBO. Also da ist schon Sugar drin, definitiv. Merkst du auch, dass da Pfeffer drin ist. Aber das ist ein geiles Geschenk gewesen, davon ab. Ich glaube, ich habe sogar noch vom Vorjahr, vom Fisherman's Friend Kalender, habe ich in irgendeiner VHS-Hülle ja auch noch welche drin. Habe ich letztens erst entdeckt. War das eine VHS-Hülle oder irgendwie was anderes? Muss ich nochmal gucken. Die Zeit vergeht, ihr lieben Leute. Okay. Er hat zumindest mal zwei Durchläufe überlebt. So, Cutter Slate. 100 FPS jetzt oder was? Komm. Das ist jetzt manuell übertaktet auf 5350. Hallo, ich grüße. Spiele gerne First-Person-Shooter, wollte gerne wissen, ob ich G-Sync bei einer 4090 brauche oder nicht. Hast du da etwas Erfahrung oder der Chat? Ich finde, G-Sync ist schon sehr nützlich, aber es reicht ja auch FreeSync, weil jede GeForce kann ja auch FreeSync. Und jeder halbwegs moderne Monitor beherrscht zumindest FreeSync. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass du einen Monitor hast mit G-Sync-Modul, aber mit hoher Bildwiederholrate ist schon nice für Shooter. Und wenn du dann noch flexible Synchronisation dabei hast, ist es auch nochmal schöner fürs Bild. Ist schon nicht verkehrt. Böse Wolf hat ziemlich schlechte Laune. Oh mein Gott, das Overlay ist viel zu klein. +300 FPS. Wenn dich der Bildaufbau dann nicht stört und du die Grafikkarte gerne durchballern lässt, dann würde natürlich nur ein entsprechend hoher Herzmonitor dann Sinn machen. Aber die brauchen natürlich in dem Moment dann auch viel Strom, ne? 90. Die 100 werden ein Ziel bleiben. Du hast 100, das 280 Hertz Monitor, die werden noch FreeSync haben oder nicht? Du kannst es ja einfach anschalten. Und es greift dann halt ein, wenn die FPS mal droppen sollten. Ist auch nett. Kannst du alles eigentlich so laufen lassen, wie es ist. Immer noch diese kleinen Spikes da immer, ne, die ganze Zeit. I have to play. Schwengel-Dengel. Voll weggepennt, Suppenbinder. Weltklasse. Schmettes fährt gerade. Ist aber nicht am Stream, ne? Schmettes und Thorsten in ACC. Voll am Abgehen. Was man halt machen kann, was man mal ausprobieren kann mit einer Nvidia-Karte und was man einfach ausprobieren kann. Ich weiß, dass Shooter-Spieler immer 300 FPS haben wollen und immer mehr, weil es sich dann besser anfühlt und so weiter und so weiter. Lass ich auch für Counter-Strike zum Beispiel gelten. Ich habe keine Ahnung, wie Strinova. Strinova hatte gerade in-game einen 120 FPS Cap. Und ich fand, das hat sich ziemlich gut für mich angefühlt. Ich habe aber hier jetzt auch nur auf dem 60 Hertz Screen gespielt. So, was man aber theoretisch probieren könnte. Du hast ein 180 Hertz Display. Ja. Damit tust du deiner Grafikkarte was Gutes, deiner Stromrechnung was Gutes, deiner Dachgeschossbude was Gutes im Sommer. Setze
aktiviere G-Sync oder FreeSync. Kann ich jetzt hier nicht, weil habe ich jetzt hier nicht. Ja. Aktiviere das und setze testweise ein FPS-Limit. Nutze den maximalen Bildfrequenz-Limiter von Nvidia. Setze ihn unterhalb deiner Monitor Refresh Rate. Also du hast ein 180 Hertz Display, dann setze den Limiter bei, sagen wir jetzt einfach mal, 178. Ja? Und probier es aus. Du bist so auf jeden Fall immer innerhalb des Refresh Rate Raums. Deine Grafikkarte hat Luft zum Atmen. Sie braucht weniger Strom in dem Moment. Der Bildaufbau wird nicht gestört sein, in keiner Art und Weise. Nvidia Reflex ist natürlich noch eine Option, wenn das Game das bietet, dass man das aktiviert und so weiter. Das soll ja die Eingabelatenz verbessern und so weiter und so weiter. Probier es einfach aus. Letzten Endes, deine Hardware freut sich darüber, dass sie nicht die ganze Zeit so viel Strom verballert, so viel Hitze erzeugt. Dadurch sollte sie theoretisch länger halten. Du brauchst weniger Strom, hast vielleicht trotzdem das gleiche geile Zockerlebnis wie bisher und ist einfach eine Win-Win-Situation. Einfach mal ausprobieren. Das hier wirkt halt echt Wunder. Wir können das gerne mal anhand von einem Beispiel kurz demonstrieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht abstürzt, weil wir gerade hier die CPU übertakten, aber wir können jetzt einfach mal als Beispiel Shadow of the Tomb Raider nehmen, weil ich weiß, das ist jetzt nicht der klassische Shooter, der jetzt mit FPS um sich schmeißt, aber wir nehmen es einfach mal als Beispiel. Wir nehmen mal jetzt 1440p Auflösung, machen das Ultra Hoch Preset, V-Sync lassen wir aus, DLSS lassen wir aus, wir machen Raytracing mit rein. Jetzt stellen wir uns hier in den Dschungel und werfen gleich einen Blick auf mein Strommessgerät, was halt gerade die Leistungsaufnahme des gesamten Systems an der Steckdose so ein bisschen widerspiegelt. Relativ gut reproduzierbar, weil wir gleich auch einfach eine gleichmäßige Auslastung haben, weil wir einfach nur da rumstehen. Und er wird jetzt hier halt gleich einfach alles rausrotzen, meine 40 Ti Super Susi, was sie kann. Die gibt jetzt alles, was sie kann. Knallgas. Die schafft jetzt hier 115 FPS. Wir brauchen 370 Watt an der Steckdose. Können wir reproduzieren? Cool. Ja? 115 FPS. Gib ihm. 370 Watt. Brauchen wir an der Steckdose. Wunderbar. Kann Tomb Raider spielen. Spaß haben. Tralala. Geil. So. Für Tomb Raider brauche ich jetzt aber vielleicht nicht 115 FPS. Sondern ich wäre auch happy mit 90 zum Beispiel, weil das ist halt eher ein langsames Spiel und fühlt sich dann vom Gameplay auch immer noch gut an. Da kann ich hier 90 FPS maximale Bildfrequenz setzen, gehe rein ins Spiel. Warte, jetzt haben wir die hohe Auflösung verloren. Moment. Ich glaube, das funktioniert on the fly leider nicht bei Nvidia. Müssen wir einmal raus, wieder rein. On the fly funktioniert das nicht. Einmal raus. Wieder rein ins Spiel. Watt hatten wir, ne? Habe ich mir richtig gemerkt, ne? Für unsere 115 FPS. Und jetzt ist die SSD der Flaschenhals. So, jetzt limitieren wir auf 90. Ich schneide mir 25 FPS oben ab. Schnipp, schnapp. Habe konstante 90. Es fühlt sich an der Maus immer noch fantastisch an. Und
glaube, der Stromverbrauch einer Steckdose spricht in dem Fall Bände. Also, keine Ahnung. Es ist nur eine Meinung, ja. Aber jeder, der jetzt nicht der Mega-E-Sportler ist und das letzte bisschen braucht und immer die FPS anhaben will und immer wissen will, was seine 2000 € Grafikkarte wirklich leisten kann, ja. Ich will wissen, wie viel FPS die in dem Spiel macht. Jeder, der dann nicht, also der darauf nicht aus ist und nicht mit einem FPS-Limiter arbeitet, der ist einfach dumm. Ist einfach dumm. Es funktioniert leider nicht mit dem Riva-Tuner Statistik-Server. Ja, E-Sport, das ist halt alles Muskelgedächtnis. So hast du auch richtig ruhige Frame-Times, größtenteils, ja. So Gott will. So der 900X3D und modernes Windows will. Das finde ich immer noch sehr auffällig beim 900X3D. Diese kurzen Mini-Spikes. Finde ich immer noch etwas auffällig. Vielleicht ist auch das Tai-Chi-Board komisch, man weiß es nicht. Ne? Aber guckt es euch an, 280. Und so läuft der Rechner vom Sohnemann. Ja. Und der hat ein 100 Hertz Display, 34 Zoll, ja, 21:9. Das ist das X670E Taichi. Gut, wir haben die CPU auch übertaktet, sonst noch was gemacht. Und der hat halt auch Adaptive Sync. Der hat eine 3060 Ti und bei ihm habe ich auch im Treiber 90 FPS limitiert. Eine höhere Eingabeverzögerung hast du nicht, auf keinen Fall. Du verhinderst halt das Verzerren des Bildes, was ich jetzt hier, weiß nicht, ob man es an der Palme feststellen kann, wenn ich so langsam bewege. Dafür ist ja dieses Synchronisieren da. Dass sich der Bildaufbau des Monitors mit der Framerate angleicht und dass man das Verzerren des Bildes nicht hat. Hier jetzt so versuche zu bewegen, kann man es vielleicht ausmachen. So in der Mitte der Bildhöhe sieht man dieses, wie es so zerreißt. Warum klappt das mit dem Riva-Tuner nicht? Das müssen wir Nvidia fragen. Die AMDs sparen, wenn der Riva-Tuner da ist, die Nvidias nicht. Die Nvidias sparen nur, wenn wir das über den Treiber machen. Ich blende mal jetzt hier die Taktung ein der GPU. Mal. Temperatur, Speichertaktrate, GPU-Taktrate, das blenden wir jetzt mal ein. So, Framerate wieder rein, blablabla. Wir haben nach wie vor das im Treiber aktiv. Jetzt rutscht er runter auf Full HD, das heißt, der Stromverbrauch wird nochmal niedriger sein, weil ich rausgetappt bin. Ich habe halt hier kein 1440p Display, sondern muss das über den Treiber machen, ne? Über Super Resolution, so wie sich das nennt. So, wir sehen, GPU läuft bei 2,7. Jetzt nuckelt sie wie blöd, hä? Was ist los? Warum zieht sie auf einmal 330 Watt? What happened? Wahrscheinlich Schluck auf, weil ich einmal rausgetaubt bin. So. Wir gehen nochmal rein. Gute Nacht, Atlantis. Die Taichis zu empfehlen. Boah, schwierig. Ist auf jeden Fall eine der etabliertesten Brands, die ASRock bei ihren Mainboards hat. Und die setzen da schon immer auf eine ordentliche Ausstattung, was die Komponenten angeht. Und
und gute Komponenten, aber immer so salopp ein Modell zu empfehlen, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Billy, hau rein! Kann man auch vom Cap reden? Ja, kann man wohl machen, ne? Man kann den FPS-Cap ja auch bei Nvidia für jede Anwendung festlegen. So, jetzt klappt's, ne? Ja. Guck mal hier, 2490 MHz. Ne? 270 Watt. So. Je nachdem, wenn weniger Last da ist, taktet die GPU auch weiter runter. 1700. Oder halt hoch, ne? So. Wenn ich den FPS-Cap über den Riva-Tuner mache, was ich früher natürlich immer empfohlen habe, sparen die 40er GeForce leider dabei nicht an Takt. Das machen die nicht. 300, jetzt hier ist halt wahrscheinlich mehr Last an der Stelle und damit hängt das dann zusammen. Wir haben das, natürlich sind die FPS je nach Situation anders. Und er versucht halt diese 90 zu rauszuhauen und so weiter und so weiter. Ne? Das macht er schon. So. Und jetzt machen wir das Spiel. Bei AMD klappt es. Die AMDs takten dann niedriger. Die Nvidias leider nicht. So. Jetzt machen wir hier das. Frame Limit 90. Was halt ein geiler Limiter ist. Also Riva Tuner ist mega stark, was das angeht. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob es schon bei den 30er GeForce Karten der Fall war, dass die das nicht mehr gescheit gemacht haben. Oder erst bei den 40ern. Aber ich lese mir gleich die Nachricht durch, Chili. Einen Moment bitte. Habe ich jetzt hier den Riva-Tuner ausgemacht? Nein. So. 90 FPS. Wir hüpfen rein. Mal gucken, ob es jetzt anders ist. Vielleicht hat es sich auch wieder geändert. Einen anderen Sync-Modus probieren. Gucken wir mal. Vielleicht werde ich jetzt auch eines Besseren belehrt. Kann ja auch sein. Aber die letzten Male, als ich getestet habe, haben die Grafikkarten dann immer voll durchgeballert. Guck mal, jetzt funktioniert's. Spannend. Das ist spannend. Ich habe es die letzten Male erlebt, dass die Karten immer komplett durchgetaktet haben und dann viel Strom verbraucht haben. Okay, habe ich euch Quatsch erzählt. Oder die aktuelle Riva-Tuner-Version kann damit besser umgehen, oder es liegt an Windows 10 gegenüber Windows 11, dass das vielleicht ein Problem unter Windows 11 ist. Wäre so eine Idee, dass ich das Phänomen mit Windows 11 beobachtet habe und in Windows 10 funktioniert es noch. Wir können es ja gleich mal gegentesten. Im Treiber übernehmen gedrückt. Achso, du meinst, dass ich das Treiberlimit rausgenommen habe? Wir gucken nochmal. Das haben jetzt schon mehrere geschrieben, dann habt ihr vielleicht recht. Ah, okay. So, aus. Okay, übernehmen. Oh, habt ihr gute. Ihr seid Luchse. Die Uhrzeit. Du hast in RTSS Async, Front-Edge-Sync und Back-Edge-Sync. Wo habe ich das? Im Setup? Hier. Ah, wir können auch Nvidia Reflex machen. Das ist ja spannend. Cool. Siehst du mal, so weit bin ich nie gekommen. So, schauen wir mal, wie es sich jetzt verhält. Wir haben jetzt erstmal nichts verändert. Wir haben es jetzt Standard auf Async gelassen. Und da haben wir gerade schon gesehen, die hat auf 2,8 GHz hochgepusht. Siehst du, man lernt nie aus.
So, laden Sie mal 270 Watt bei 90 FPS mit Nvidia. Siehst du? Bam, 320. Das war so das bisherige Verhältnis. Ich höre auch die Grafikkarte zwischen. Die Grafikkarte pusht durch, obwohl wir nur die 90 FPS hier geliefert kriegen. Nein, es kann auch was Vorteilhaftes haben, dass die 90 FPS vielleicht noch glatter geliefert werden, aber ist natürlich nicht Sinn der Sache eigentlich. Aber dann probieren wir mal einen anderen Sync-Modus. Findest du, also In-Game-Frame-Limiter habe ich eigentlich bisher immer als relativ schlecht erlebt. Auch wenn ich mir nicht so viele angeschaut habe. Zum Beispiel der von Assetto Corsa Competizione ist eine Katastrophe. Ich habe jetzt mal auf Reflex gestellt. Hey, jetzt taktet der niedriger. Ich werd bekloppt. Geil! Nice! Sieh mal einer, guck. Bei Valorant ist der von Valorant besser? Okay. Das muss man immer. Also theoretisch müsste man es immer beobachten, wie sich die Frametime verhält, ne? Je nachdem, welchen Limiter man benutzt, aber. Denk mal so straightforward, jeder hat den Treiber drauf und ich finde der Frame-Limiter im Treiber bei Nvidia ist schon nicht so verkehrt. So. Chili, was geht ab? Ich habe zwar eigentlich längst aufgegeben, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe seit inzwischen bestimmt einem Jahr oder so mit Mikrocontrollern am Rechner zu kämpfen. An der Hardware liegt es nicht, da sie sehr aktuell ist und locker ausreicht. Außerdem habe ich jeden einzelnen Teil im Rechner bereits testweise ersetzt. Probleme bei mir stehen auch. Treiber sind natürlich alle aktuell. BIOS ebenso. Windows-Einstellungen habe ich auch etliche. Und das ist ein aktuelles System. Sind die Firmwares deiner NVMEs alle aktuell? Hast du deinen RAM mal ohne XMP-Profil oder beziehungsweise Expo-Profil laufen lassen? So, das wären so die Ideen. Weil ich finde 64 GB 6000 CL30 sehr sportlich. Da würde ich pauschal behaupten, ob das richtig stabil ist. Ja, so ist cool, ne? So macht das Spaß. Und so hast du halt auch, so hast du easy einen leiseren Rechner, kannst trotzdem geil gamen. Und wenn er die Leistung braucht, weil die Szene gerade aufwendiger ist, dann nimmt er die sich ja. Ist doch scheißegal, ob ich jetzt hier 130 habe oder 90 habe. Wenn es sich flott anfühlt und gut spielt und sauberer Bildaufbau da ist, ist das doch mega. Und wenn du halt ein 100-Hertz-Display hast mit dynamischer Synchronisierung des Bildes, Adaptive Sync oder G-Sync, FreeSync, whatever, und du hast die Funktion aktiviert, dann setze deinen FPS-Limiter unterhalb der Hertz deines Monitors, nicht genau an die Grenze, weil das kann sein, dass es dann nicht mehr funktioniert. Also wenn du ein 100-Hertz-Display hast, zum Beispiel 90, 95, irgendwie sowas, und dann ist es immer aktiv. Und immer schön. Ja, gut, Stalker, ja. Aber noch ein Spiel kaufen da, nur um es zu zeigen, geht ja nicht darum. Geht ja jetzt ums Generelle. Generelle Möglichkeit, seine Hardware ein bisschen effizienter zu nutzen, ohne großen Hackmeck. Guck mal, hier haben wir auch 350 Watt. Und hier muss die GPU hochtakten. Hier muss ich es nicht.
Benutzt du noch DLSS-Tango dabei? Sparst du auch nochmal Strom? Juhu! Pauschal einen Carbon besser finden. Pff, nö, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem ASRock und einem MSI, würde ich, weil ich mich im BIOS bei ASRock besser auskenne, das ASRock nehmen. Aber ich würde das halt immer abhängig machen von der Ausstattung, die ich haben will. Passt mir das, was ich für USB-Ports habe, was für NVMe-Steckplätze ich habe, was für Frontanschlussmöglichkeiten ich habe, Steckplätze und so. Das muss halt in die Planung passen. Und dann kommt vielleicht noch die Optik zum Tragen. Also, ich glaube, mit diesen. Die Boards sind halt aktuell noch sauteuer. Also, jetzt kaufen die Boards, es tut halt schon weh, weil das ist alles noch die Luftfracht. Ist der neue Chipsatz. Neu. Und kostet halt alles noch viel Geld. Ja, sicher, weil mit Adaptive Sync hast du auch bei 50 Hertz noch einen schönen, flüssigen Bildaufbau. Na, das ist egal, ob das ein Gigabyte, ein Asus, ein MSI oder ein ASRock ist. Ich würde es immer davon abhängig machen. Was meinst du, warum ich hier ein Asus-Board drin habe? Weil das die Steckplätze hat für meine Capture-Karten. So. Da habe ich ein MSI-Board drin, weil graues Mäuschen und das hat noch ins Gehäuse gepasst und das hatte ich dann halt da und ich muss ja nicht so oft ins BIOS. Da habe ich auch irgendwann die Lüfter eingestellt gekriegt. Da. In ihn da. Oh Gott. Viel zu nah dran. Der graue da. Der mit dem Windows-Key und dem Floppy-Laufwerk und dem CD-Laufwerk. 7950X3D. 4080, super. Hurra. Der Kleine da. Der mit dem 140er Loch und dem 120er Lüfter da drunter. Der Sleeper. Ich liebe das Ding auch. Ich finde es fantastisch. Und 12 Terabyte NVMe-Speicherplatz. Beziehungsweise nicht ganz. Oder doch? Nee, SSD. Also es sind auch zwei SSDs drin. Hast gerade Werbung. Weltklasse. So, wollen wir das Paket gleich noch auspacken oder was? Schreib mal hier Oki. Und nochmal Feierabend, ne? Spät geworden. Atrexen, das ist schon eine lange Zeit so tatsächlich bei Twitch. Das ist gar nicht erst vorgestern gewesen. So, aber wir probieren gerne noch mal. Folgendes. Wir ziehen die Sock Voltage mal ein bisschen runter. 115. Und dann aktivieren wir das Tango hier. Ja, mach das ruhig. Weil es schon sehr suspekt ist, dass ein neues Windows installiert und alles wie Käse läuft.
Kannst du den Link posten, ja. Ich find seinen RAM halt extrem krass. Ich bin mit meinen 64 GB ja extra auf 5200 Megatransfers runter. Weil ich es nicht anders stabil hingekriegt habe. Gescheit. Wie gesagt, das eine Mal lief es 2 Wochen lang und dann war wieder hängen im Schacht und Tabula Rasa. Ja. Ja, könnt ihr gerne mal probieren. Jetzt hängt er hier. Er übernimmt meine BIOS-Settings nicht. Zu wenig Sockspannung. Jo, wir hängen bei der 15. Also 115 SoC ist zu wenig. Gut gemeinter Rat aus der Community, aber da kommen wir nicht weiter. So, einmal Netzkabel ziehen. Nö, ich habe einfach nur Einstellungen geändert. Ich habe auch die SoC-Spannung runtergezogen, aber das ist ihnen zu wenig, dem Speichercontroller. Das ist ihm zu konservativ. Mein Problem mit diesem ganzen RAM-Overclocking ist halt, das Verifizieren, ob es stabil läuft, es gibt kein Allheilmittel dafür. Kein Memtest X86, kein Kahu, kein, wie heißt das Ding, was immer die Einzelkerne belastet, abwechselnd, kein Prime. Nichts kann dir garantieren, dass dein RAM stabil läuft, außer Computer benutzen. Außer Computer benutzen mit allen Sinnen und darauf achten, verhält sich das Ding normal. Und das ist halt Mist. Das ist halt echt Mist. Ja, man kann am besten YouTube-Videos gucken. Und das ist halt diese Zeit, die dann da vergeht. Und ach, es ist echt schwer. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. So schön das Tuning ist, aber so, jetzt kommt hier nämlich die SoC-Voltage. Da. Ein bisschen niedriger. So vielleicht. Wir probieren es mal. Ja, nicht zu hilft auch nicht, ja.
Nicht nutzen, ja. Musste auch noch 2 bis 3 Punkte wieder zurück mit dem Curve Optimizer, ja. Ja, aber das sind halt alles Vollauslastungsszenarien, ne? Kahu und Linpack und Y-Cruncher. Das ist alles Knallgas. Und dann sag ich ja, dann guckst du YouTube-Videos und dann schmierst du die Kiste weg. Das freut mich, Stivo. Ja, oder wenn einzelne Kerne ausgelastet werden. Es ist halt echt. Ich meine, es gibt ja dann auch dieses Memory Context Restore oder wie das auch immer heißt bei AMD. Was ja dann irgendwie die Bootzeit verbessern kann. Wenn du das anhast, dann. Ja, ich hatte das ja wirklich so. Das Ding lief. Mem-Test durchgenudelt, von vorn bis hinten, alles easy. Hat alles funktioniert. Und dann 2 Wochen später, tot. Total bescheuert verhalten. Mem-Test angeworfen, direkt Fehler rausgerotzt, wie blöd. Und ging nichts mehr. Erst nach einem BIOS-Reset wollte er wieder. Hat er mich wieder gemocht. Und da war es mir dann echt. Da hatte ich dann keine Lust mehr. Da habe ich mir gesagt, nee. Jetzt gehe ich komplett konservativ und die paar Prozent ist mir nicht wert. Was schiebt er denn jetzt hier die CPU eigentlich, spannungsmäßig? Wo ist sie? Da oben. Nee, da oben. 115. So, komm, wir machen noch mal hier. Aber letztes Mal haben wir im Outcast ja auch nicht viel mehr geschafft an der Stelle. So, jetzt pusht er auch auf 5,4. Wo sind unsere 90 FPS? Da sind sie. Sie kommen und gehen. 93. Wir schaffen 93. So sehen wir den Balken besser. Jetzt haben wir 100. Ich habe die 100 gesehen, weil ich auf den Boden gucke. Geil. Ja! Cheaten! Ich wollte euch nur die Frame-Time besser zeigen. Naja, weil ich runtergucke. Wie lange ich diese Sequenz schon hab, gell? Oh Mann. Cutterslate kann es nicht fassen! Outcast Boden der CS-Wandersatz, ja? Gotta be cheating me. So, ich will noch ein Paket auspacken. Das heißt, ich schmeiße jetzt noch einmal Kacheln an die Wand. Um dieses manuelle Overclocking nochmal komplett auszuhebeln, weil. Macht ja wohl echt keinen Sinn. Wie war das? Im Voodoo Alert Forum gibt es eine aktuellere Version vom X265 oder was hat er dir gesagt? Letztes Mal. Guck mal, so läuft er auch auf 5,35. So sogar stellenweise noch ein bisschen mehr. Einfach mal danke! Ja, danke, danke! Ich danke dir auch! Boop, boop! Guck mal, sogar 5,375 macht er. Und er schmeißt von alleine 1,23 Volt Core Voltage drauf. 23.300 Punkte. Ich habe ein bisschen die Maus bewegt. Wir haben die HW-Info offen. Also gleiches Ergebnis. Nur mit wesentlich weniger Struggle.
In 2 Jahren sitzt man bei 100, 140, ja. Ich glaube, da müsste ich mich für anmelden, ne? Mann, war ich lange nicht mehr am Wurde Alert. Verdammte Axt. Aber irgendwer hatte gesagt, es gäbe eine neuere Version. Ah, das ist die, die ich bei GATT geladen hatte letztes Mal. Das ist doch die neuere. Das müsste die dann auch eigentlich sein, oder? Nee, da hat er die 050. Und da ist die 040 und hier ist die 050. What? Warum habe ich denn beide runtergeladen? Ach, der eine war Linux, ne? Das ist doch die aktuelle. Ja, nice. Können wir ja noch den Notepad-Trick machen? Ich hatte gehofft. Kein Strom sparen. Ah, die müsste wieder an sein, oder? Die ist jetzt auf jeden Fall wieder an, ja. Meinst du, da gewinnen wir noch FPS, wenn wir die ausmachen? Ich ziehe jetzt das LAN-Kabel und mache jetzt hier X265. So, Knallgas, hat er was zu tun hier. 81 Grad, verrät mir hier die Anzeige. Knock, knock. Supi, das Ergebnis könnt ihr dann im Voodoo Alert Forum nachlesen, das werde ich ja morgen gleich reinposten. Der freigemachte 98X3D, wenn er es denn überlebt. Prösterchen. Damit würde ich auch erstmal das Kapitel mit dem 98X3D, denke ich, so salopp gesehen, wenn es dann wieder online ist, ja, genau, richtig. Ah, der GATT wird schon, der GATT kriegt das schon hin. Das Forum ist ja da, also im Zweifelsfall kann man in dem Thread das Ergebnis ermitteln. Ja, ist eine geile CPU, steht alles außer Frage, und man kann auch ein bisschen dran rumspielen. Für richtiges Overclocking muss man aber die Garantie in den Wind schießen. Also noch mehr, als man das eh schon so theoretisch tut. Aber ja. Schon okay. Wir rendern mal ein bisschen. Rendern Sie mal. Tut er. Sehr gut. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr was mitgenommen habt, Leute, tretet ruhig gerne mal auf die FPS-Bremse. Kann man machen. Auch bei einer 4090 kann man auch Power Limits zusätzlich setzen. Nimm ihr 10% Power weg, spare 60 Watt an der Steckdose, gebe 3 FPS ab. 3 FPS für die Heilsarmee. Kann man machen.
Funktioniert auch sehr gut. Auf Wiedersehen.